Hallo Leute, willkommen zurück zu Folge 10 von meiner Krastorio-Serie. Heute wollen wir mal schauen, wie weit wir kommen mit roten Schaltkreisen. Was sehen Sie denn hier? Das Kritische dürften die elektronischen Bestandteile sein. Dafür brauchen wir Glas, das haben wir. Kunststoffstangen. Das können wir hinbekommen. Silizium grundsätzlich auch nicht allzu schwierig, ist mir eine Frage vom Platz. Nun, da wir hier oben bereits Kohle haben, und für Kunststoff brauchen wir eigentlich nur Kohle und Flüssiggas. Plus ein paar Chemiefabriken, welche ich nicht habe. Dann gehe ich rasch mal runter. Mir etwas Stahl besorgen, sodass ich die bauen kann. Und vielleicht auch ein paar Förderbänder, denn die sind mir schon wieder ausgegangen. Dann brauche ich auch etwas Kupfer und wahrscheinlich Eisen. Und dann haben wir hier hoffentlich... Ja, sehr gut. Und das dauert dann wieder mal ein Weilchen, bis das Ganze gekraftet ist. Aber ich denke, Kunststoff dürfte nicht so schwer sein, das hier mit reinzubekommen. Und das Ganze ist hier recht provisorisch. Momentan brauchen wir nicht mehr, aber so wie ich mich kenne, ist eh alles wieder zu eng gebaut. Nun gut, ich habe die Chemiefabriken zusammen und wir platzieren mal hier. Das müssten zwanzig Stück sein, denn ich hatte 22 in der Tasche. Dann platzieren wir hier mal ein paar Greifarme und von denen habe ich wahrscheinlich dann zu wenig. Yep. Aber dann können wir sehen, wie wir hier Strom brauchen. Und Kunststoff wollen wir hier. Ganze Reihe hoch, die ganze Reihe runter. Dann hier machen wir das mal so. Und dann einfach Rohre hinten rum. Und da brauche ich ein paar mehr. Und da kommen wir
daran. Gut, wie mache ich das hier? Weil mit Kunststoff muss ich da irgendwo auf den Bus. Darum denke ich, vielleicht wollen wir mit der Kohle hier hoch. Dann machen wir den da rein. Und da müssen wir dann schauen, wo wir durchkommen. Denn hier oben müssen wir auch irgendwo noch Quarz und Silizium ranbringen. Und hoffentlich habe ich in der Zwischenzeit 3 lange Greifarme, wird nicht ausreichen. Aber dann überlegen wir uns doch mal, wie wir das mit Silizium und Quarz brauchen. Wenn wir hier mal schauen, wofür brauchen wir Quarz, dann brauchen wir das für Silizium, für die Wärmeleiter und für die Geschütztürme. Aber ich denke, Geschütztürme und Wärmeleiter, die baue ich nicht konventionell, sondern in einer Mall, welche mit Logistikroboter versorgt wird. Das heißt, Quarz brauchen wir nicht auf dem Bus. Wie sieht's denn aus mit Silizium? Das brauchen wir für die Bauteile. Deswegen suchen wir es. Wir brauchen es für die Solarpanel und sonst nichts. Also das heißt, nur Solarpanel sind auch wieder so eine Mollgeschichte. Das heißt, die brauchen wir eigentlich auch nur für die elektronischen Bauteile. Allerdings, da ist die Frage, die elektronischen Bauteile, packe ich die auf den Bus oder nicht? Weil ich brauche die dann doch für einige. Das meiste scheint mir jedoch eher wieder eine Geschichte zu sein mit ja, vielleicht die Produktivitätsmodule. Scheint mir eine Geschichte zu sein für die Mall. Wenn wir uns jetzt hier mal anschauen, Quarz bekommen wir aus Sand und Wasser in einer Filtrieranlage. Okay, da fehlt es uns unter anderem an Motoren. Motoren können wir nur in einer Fabrik herstellen. Das heißt, hier unten haben wir eine temporäre stehen für genau solche Dinge. Motoren, da sind sie. Da und dann ganz viel Eisen für sonst noch.
Und was brauchen wir? Automationskerne, Stahlträger. Dann greife ich mir etwas mehr Stahl. Okay. Gut, das wird wieder ein Weilchen dauern, bis das durch ist. Und wenn wir die, ich denke, hier oben haben wir ja mit zweimal Sand angefangen. Wir behalten das bei, aber wir verwenden nicht den Sand von diesem Band, sondern produzieren da selbst noch mal was. Vielleicht sollten wir auch wieder mal was in die Forschung einreihen, zumindest das, was wir können. Ja, warum nicht mit den Modulen beginnen? Dann etwas. Ja, machen wir doch die Eisenbahnforschung fertig. Und dann machen wir doch einfach hier weiter. Und dann ist die Queue sowieso voll. Aber ich denke, hier habe mal etwas Platz gemacht. Und wir werden hier das Ganze rückwärts bauen. 2 Platz lassen. Und hier verwenden wir jetzt, wo wir sie haben, gleich schon mal die neuen Öfen, die effizienter sind, doppelt so schnell. Auch doppelt so viel Verschmutzung produzieren. So. Dann da oben rum und da unten rum. Gut. An all die Greifarme. Jetzt, wo die automatisiert sind, ist es ja kein so großes Ding mehr. Zumindest solange wir all die Materialien haben, um sie zu produzieren. Aber ich denke, für die gelben, da sieht es wahrscheinlich nicht so schlecht aus. Ist mehr für die bei den roten, wo es oftmals an Input handelt, mangelt. Gut, dann hier, da brauchen wir das Rezept. Okay, dann hier haben wir Kohle, da brauchen wir Untergrund und dann da brauchen wir die hier. Das machen wir so.
Und da brauchen wir dann wieder Wasser. Vielleicht können wir das an unserer Wasserleitung für die Ölverarbeitung anzapfen. Gut, dann einmal rein, einmal raus. So, dann hier brauchen wir Sand. Ich denke, das machen wir. Lass uns doch einfach mal dieses Förderband da nach hinten verlängern. Und dann machen wir da mal den Sand dran. Und wir legen das eins nach oben. Und dann sind uns die Förderbänder ausgegangen. Und auch die roten Greifarme. Aber das Ende von dieser Produktionskette ist nah. Ich denke, wir werden es nicht schaffen, in dieser Folge rote Schaltkreise zu bekommen. Kiste ist leer. Aber hier haben wir einiges an Förderbändern. Okay. Dann baue ich halt doch noch ein paar rote von Hand. Und dann am Schluss müssen wir das Ganze, die Bänder noch auf unseren Bus bringen. Gut. Nachdem wir hier ja praktisch nicht so viel brauchen für Sand, können wir das so verwerten. Und wir ziehen hier einfach mal rüber. Und dann fehlt uns effektiv nur noch der Output hier auf dieser Seite, wo uns wieder mal Bäume im Weg sind. Und wir müssen natürlich auch hier noch unseren Kunststoff mit aufs Band bringen,
auf unseren Bus. Denke, Kunststoff werden wir insgesamt 2 Bänder haben. Und wenn wir das hier neben das Glas legen, bekommen wir das da unten rein. Das heißt, hier haben wir Quarz, Kunststoff, Kunststoff. So, wie sieht es denn aus? Ah, der Greifarm geht in die falsche Richtung. Dann kommt der erste Sand hier an. Und wir brauchen 10 Sand für 6 Quarz. Und hier 18 Quarz aus für 9 Silizium. Also da halbiert es sich wieder. Gut, aber dann machen wir doch erstmal den Bus fertig. Quarz legen wir hier ran. Und für den Kunststoff, da werden wir hier 2 Bänder brauchen. Ah, nein, 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 nein. So. Und da nochmal. Unser erstes Silizium. Da haben wir es. Und Kunststoff geht hier rüber. Und schon wieder sind die Bänder alle. Zumindest die Produktion, die läuft. Ah, keine Untergrundbänder mehr.
Gut, und da kommt dann das zweite Band für Kunststoff hin. Irgendwann mal. Und wenn jetzt hier oben schauen, woran liegt es, dass wir nicht mehr rausbekommen? Hier fehlt es an Input, das heißt, wir brauchen hier mehr Crusher. Ja, das hilft ein wenig. Aber ich glaube, ein Problem ist die Ausladung. Und dann natürlich wieder die Einladung. Okay. Sand staut sich. Okay, wir brauchen noch eine Einladung mehr. Sehr schön, das gefällt mir, weil nun können wir in der nächsten Folge uns wirklich auf die roten Schaltkreise konzentrieren. Also, bis dann und tschüss!